Mein Häuschen ist nicht ganz gerade. Und das ist wirklich schade. Mein Häuschen ist ein bisschen krumm und das ist dumm. Bläst der starke Wind hinein, fällt das ganze Häuschen. Schau, die Fliege, sie fliegt um deinen Kopf herum. Sie fühlt sich so bei dir zu Haus und ruht sich auf der Nase aus. Wow! Fünf Freunde. Alle fünf oder einer weniger? Guck nochmal nach. Ja, fünf. Ist okay? Habt ihr alle fünf? Ja. Nee, fehlt dir einer? Nein, Erik, hast du mir einen abgebissen. Ah, hast du einen schon gegessen? Nein, zwei. Hast du keinen zwei schon gegessen? Frühstück war heute ein bisschen dürftig. Fünf Freunde sitzen dicht an sich. Ich hab's jetzt. Sie wärmen sich. Ich hab auch das. Sie wärmen sich. Ihr müsst dann nicht hinzu. Ich hab zwei auch abgebissen. Sie wärmen sich und frieren nicht. Der erste sagt, ich muss jetzt gehen. Der zweite sagt, auf Wiedersehen. Der dritte hält es auch nicht mehr aus. Der vierte läuft zur Tür hinaus. Der fünfte ruft, hey ihr, ich friere. Da wärmen ihn die anderen vier. Schau die Fliege, summ, summ, summ. Sie fliegt um deinen Kopf herum. Sie fühlt sich so bei dir zu Haus und ruht sich auf der Nase aus. Die kleine Schnecke Max wollte sich die Welt besehen. Namens Häuschen Huckepack und sagt auf Wiedersehen. So 14 Tage lang kroch sie geradeaus. Dann hatte sie genug und verschwand im Schneckenhaus. Alle meine Enten waren auf dem Weg. Haben Sie mal Hunger, schwimmen Sie an Land, hä? Hä? Oder köpfen in das Wasser,